Amber Heard's legal team now center stage after attorneys for ex-husband Johnny Depp. Amber Heard's Anwaltsteam ist jetzt auf der Bühne, nachdem das Team von ihrem ehemaligen Ehemann Johnny Depp hier den schon ihr Statement abgegeben hat. Die Aufzeichnungen, die ich angesehen habe, ist konsistent mit dem, was wir kennen von Gewalt gegen den Partner, wenn es zum Beispiel um physische Gewalt geht oder auch Gewalt gegen das Verhalten des Partners. Wir blicken jetzt nach Milwaukee County in Wisconsin. Wir haben gestern gehört, einen Psychologen, der von Amber Heard's Anwaltsteam hier angeheuert wurde. Was denken Sie, dass dieses wie sehr diese Aussage hier einen Einfluss hat? Ich glaube, es wird sehr kräftig sein. Einige der Sachen, die Amber Heard hier auch in ihrer Verteidigung in diesem Fall hier aufstellen muss, ist hier aufzustellen, dass dieser Missbrauch tatsächlich passiert ist. Auch hier diese Deformation und hier einen Psychiater oder Psychologen hier mitzubringen, dass er glaubt, dass hier auch das Opfer hier missbraucht worden ist. Wenn man es Amber Heard hier hört, dann geht es auch darum, dass er eigentlich nie dieses, die TV-Präsenz dieses Protestes haben möchte. Wie wird ihr Testimonial hier auch diese öffentliche Meinung hier verändern? Das ist ihre Möglichkeit jetzt hier. Für mehr als zwei Wochen hat ja Johnny Depp hier ausgesagt und hat Amber Heard nicht in ein sehr gutes Licht gestellt. Er möchte sich hier selbst als Opfer darstellen und sagt, dass sie der Aggressor war. Das ist die Strategie, aber jetzt hat sie die Möglichkeit, auch ihre Sicht der Dinge hier zu präsentieren. Ich glaube, dass viel mehr Fakten auch über ihre Seite, auch von über Sachen, die Johnny Depp bereits angesprochen hat, hier ans Tageslicht kommen werden. Es wird eine eigene Möglichkeit auch geben, dass sie beweisen kann, dass Johnny Depp hier selber auch eine missbrauchliche Person ist. Wie kann sie das beweisen? Sie hat hier etwas geschrieben, aber sie hat ihn nicht beim Namen genannt. Das ist ein guter Punkt, Christine. Ich glaube, dass Johnny Depp einen sehr harten Fall hat und es gibt hier einiges, das hier vielleicht impliziert oder implizieren kann, wer hier vielleicht die Unwahrheit gesprochen hat, dass er auch diese Person diffamieren kann. Aber ich glaube, dass Johnny Depp hier auch als öffentliche Person hier auch etwas ja, vielleicht einen Vorteil hat. Aber ich glaube, aus der bisherigen Aussagen hat Amber Heard, sind aus dem Weg gegangen hier, wo sie gesagt haben, dass Johnny Depp hier auch nicht erwähnt wurde.